In einem Schweizer Betreibungsamt sind Frühaufsteher am Werk. Und jeden Morgen dasselbe Ritual. Betreibungen von Gläubigern gehen ein. Allein hier in Lausanne 500 Betreibungsbegehren täglich. Doppelt so viele wie vor 25 Jahren. Den Stapel abzubauen dauert eine Dreiviertelstunde. Für die Betriebenen gehen hier die Probleme erst richtig los. Sie haben eine Pfändung der Philos. Ja. Wegen Ihrer Krankenkassenprämien in Höhe von 1215 Franken 30. Ja. Können Sie heute etwas davon bezahlen? Leider nein. Gut, dann müssen wir schauen. Sie sind Herr Gardiner, Pierre-Yves Emmanuel. Ja. Wohnhaft in Lausanne? Ja. Geboren am 19. Januar 1966. Genau. Heimatort Maracan? Ja. Sie sind geschieden? Ja. Ihr Beruf? Erwachsenenbildner. Und Ihr Nettogehalt? Circa 6.600 netto. Okay. Haben Sie ein Auto? Nein, ich benutze immer öffentliche Verkehrsmittel. Eine Lebensversicherung? Nein. Es ist eine einfache Rechnung. Man lässt dir ein Existenzminimum und der Rest des Einkommens wird beschlagnahmt. Sind Sie Hausbesitzer? Nein. Als Verfahren ganz einfach. Es dauert so lange, bis die betreffenden Schulden beglichen sind. Wir machen es so. Ich brauche Ihre Ausweise. Und wir schauen, was gepfändet werden kann. Sie erhalten dann schriftlich Bescheid. Es geht mit Zahlungsaufforderungen los und plötzlich steckt man in der Mühle drin. Man kann die Schulden nicht mehr bezahlen, weil kein Geld da ist. Und dann kommen noch Gebühren dazu für die Betreibung, den Rechtsweg und so weiter. Ganz schnell kommt eins zum anderen. Der Berg wird immer größer und du verlierst den Überblick. Du steckst nicht nur mit der Nase drin. Du fällst in ein schwarzes Loch und hast auf nichts mehr Lust. Und du denkst, die einzige Lösung wäre zu verschwinden. Pierre-Yves, 50, 53.000 Franken Schulden. Fast 8% aller Schweizer Haushalte haben mit ihren Schulden zu kämpfen. Das sind 570.000 Betroffene. Das Bundesamt für Statistik spricht von größeren Kontoüberziehungen oder kritischen Zahlungsrückständen. Bonjour. Bisher sprach man vorwiegend von klassischen Überschuldungsfällen und Leuten, die sich selbst hineinmanövriert hatten. Mehrere Kleinkredite, kein Umgang mit Geld und oft ein tiefes Lohnniveau. Aber diese Art der Überschuldung ist heute zumindest teilweise überholt. Wie würden Sie den typischen Fall der Überschuldung heute beschreiben? Den typischen Fall gibt es eigentlich nicht. Es sind praktisch alle Bevölkerungsschichten betroffen. Man nimmt ja allgemein an, dass nur jene mit niedrigem Einkommen Betreibungen haben, aber das trifft nicht zu. Wir stellen in unserem Alltag fest, dass viele Menschen, die finanziell gut dazustehen scheinen, durch irgendein Ereignis in ihrem Leben mit Betreibungen konfrontiert werden. Das ist neu? Relativ neu, ja. Vor wenigen Jahren waren es noch mehrheitlich Menschen mit geringem Einkommen oder Randständige. Heute steht ganz klar der Mittelstand unter dem Druck von höheren Schulden. Wie ging das bei Ihnen los? Ganz einfach. Ich wurde entlassen, und zwar ziemlich ungerechtfertigt. Ein erster harter Schlag ins Gesicht, auf den ich nicht gefasst war. Ich lande in der Arbeitslosigkeit und ein paar Monate später verlässt mich meine Frau. Trennung. Das war der Anfang meines freien Falls. Damals war ich noch oben, aber dann bin ich tief gefallen. Was war damals Ihre Position?
Ich war in leitender Stellung tätig, Verantwortlicher der Kommunikationsabteilung einer Fachhochschule. Also ein guter sozialer Status. Ein gutes Einkommen von knapp unter 10.000. Viele Freunde. Also ein ganz, in Anführungszeichen, normales Leben, von dem man im Studium träumt. Rita 54, 91.984 Franken, 50 Schulden. Bei mir begann es mit 5.000 Franken, einem Konsumkredit, den ich ganz einfach bekam. Aber dann wurde es kompliziert, weil es so einfach war. Jedes Mal, wenn ich 3.000 bezahlte, bot man mir einen neuen Kredit an und ich biss an. Die schrieben mir, ich sei eine gute Kundin und so weiter. Und dieses Denken übernahm ich. Sie hatten damals ein gutes Einkommen? Ja. Ich war damals für 22 Mitarbeiter verantwortlich und machte einen ansehnlichen Umsatz in einem großen Geschäft. Ich hatte keine Betreibungen und bekam das Geld von den Banken geliehen. Und eines schönen Tages fällt alles in sich zusammen. Plötzlich ist alles weg. Nach 21 Jahren im Betrieb war da auf einmal jemand, dem ich nicht passte und er mir ehrlich gesagt auch nicht. Ich schrieb meinem Arbeitgeber, dass ich mit dieser Person nicht arbeiten wolle und verlor meine Stelle. Und statt 6.000 Franken verdiente ich als einfache Verkäuferin nur noch 4.200. Und dann wurde mir meine Situation bewusst. Du hast jahrelang über deinen Verhältnissen gelebt, meine Liebe. Und jetzt stehst du da. Eine schallende Ohrfeige. Eine Ohrfeige zum Preis von fast 92.000 Franken. Klingt nach enorm viel. Aber bei jährlichen Zinsen um die 15% sind die Schulden von Rita Sacramento, vorwiegend Konsumkredite, ganz einfach sehr rasant angestiegen. Bei solchen Zinssätzen verdoppeln sich Schulden alle 5 Jahre, wenn man sie nicht abbezahlt. Das Ganze lief etwa 10 Jahre lang so. Ich fand keinen Ausweg. Ich hatte immer einen Bankkredit, weil es nur das gab. Ich hatte diverse Kreditkarten. Was haben Sie mit all dem Geld gemacht? Ich habe mir einen eidgenössischen Fachausweis geleistet. Mich weiterbilden lassen. Meine Kinder waren in der Skischule und lernten schöne Orte in der Schweiz kennen. Zermatt und so. Wir haben schöne Ferien gemacht. Das war ich, Rita, die ihren Kindern dies und das bietet. Heute sage ich mir, mein Gott, was für eine Verantwortungslosigkeit meinerseits. Aber auch seitens der Banken. Beide Seiten handelten komplett verantwortungslos. Ich profitierte vom schnellen Geld und die Bank von meiner Naivität oder meiner Lebensfreude. Das muss man schon so sagen. Solche Fälle von Überschuldung durch Kleinkredite kennt Sébastien Mercier zur Genüge. Bei ihm herrscht Hochbetrieb. Mercier arbeitet bei der Schuldenberatung Schweiz, dem gemeinnützigen Schweizer Dachverband der Schuldenberatungsstellen. Jedes Jahr wird die Kaufkraft kleiner. Das heißt, die Löhne werden zwar gelegentlich angehoben, aber die Krankenkassenprämien und die Mieten steigen stärker an, wodurch eben Kaufkraft verloren geht. Da wir in einer Wachstumsgesellschaft leben, muss der Konsum trotzdem stimuliert werden. Deshalb werden den Menschen Kredite angeboten und so gerät man leicht in einen Teufelskreis, sobald das Fass zum Überlaufen gebracht wird, sobald das Einkommen auch nur in geringem Maße sinkt oder die Lebenskosten steigen. Selbst ein positives Ereignis wie die Geburt eines Kindes kann einen Haushalt in die Überschuldung stürzen. Das will man nicht wahrhaben. Man glaubt lieber, die Leute seien selber schuld. Bei uns herrschen auf diesem Gebiet etwas seltsame Vorstellungen bezüglich der persönlichen Verantwortung. In den letzten 10 Jahren sind die Krankenkassenprämien doppelt so schnell und die Mieten 1,5-mal so schnell angestiegen wie die Löhne. In der Region Genfersee klafft die Schere noch weiter auseinander.
Pierre-Yves Gardiner hat sich gerade wieder etwas aufgefangen und eine Vollzeitstelle in der Informatikausbildung gefunden. Dies nach 2 Jahren Arbeitslosigkeit und einem 5-jährigen Leidensweg. Man hat mir geraten, mich ans Sozialamt zu wenden, was ich auch tat. Es war ein kafkaeskes Erlebnis. Ausgerechnet ich in einer solchen Situation, in der man von oben herab behandelt wird. Von Leuten, die keine Ahnung haben. Total von oben herab. Was haben Sie zur Sozialhilfe gesagt? Niet. Ich habe es abgelehnt. Ein echtes finanzielles Problem sind die Alimente. Ich wollte sie unbedingt bezahlen. Es sind ja meine Kinder, die ich liebe. Die kann ich nicht im Stich lassen. Aber ich hatte das Geld nicht. Ich musste mich also mit Gelegenheitsjobs über die Runden bringen. Also teure Alimente, dazu eine relativ teure, wenn auch erschwingliche Miete. Und schon ist kein Geld mehr da. Wenn dir neben diesen beiden großen Posten nichts mehr übrig bleibt, was tust du dann? Du bezahlst deine Rechnungen nicht. Die Steuern, die Versicherung, weil dir die Mittel fehlen. Psychologisch macht es dich völlig fertig. Du hast das Gefühl, dein eigenes Ich verloren zu haben, weil alles vom sozialen Status und von der Arbeit abhängig ist. Aber so sind wir letztlich nicht. Wir sind doch Menschen. Und wenn der Mensch total am Boden ist, kommt er mit der Realität nicht mehr klar. Einer der seltenen Lichtblicke im Leben von Pierre-Yves Gardiner ist dieser Waadtländer Bauernhof. Dort mietete er 4 Jahre lang eine Wohnung bei einer Bäuerin. Bescheidene Miete, kostenloses Gemüse. Ich hatte erst keine Ahnung, dass du kein Geld hattest. Natürlich war mir mit der Zeit schon klar, dass es schwierig war mit all diesen Alimenten, von denen du erzählt hast. Da bleibt einem ja wirklich nicht viel übrig. Ich habe auch nicht gerne darüber gesprochen. Man schämt sich natürlich. Pierre-Yves Gardiner schämte sich aber nicht nur. Schnell hatte er auch panische Angst davor, den Briefkasten zu öffnen. Die Post türmt sich schnell auf. Es klingt lächerlich, aber ich kam damit einfach nicht zurecht. Es ist ein schreckliches Gefühl, jeden Tag an diesem Stapel vorbeizugehen. Man will nur eins, ihn verbrennen. Man will ihn einfach nicht wahrhaben. Haben Sie die Briefe geöffnet? Nein, nein. Ich nahm sie aus dem Kasten, weil die Vermieterin nichts mitbekommen sollte. Aber drin habe ich alles auf einen Stapel gelegt. Und dann flüchtete ich in die Wälder, um den Stress abzubauen. Es macht dich kaputt. Es nagt an dir. Du trinkst oder nimmst Medikamente zum Schlafen und gegen Depressionen und Traurigkeit. Du realisierst, dass du nicht mehr in der Lage bist, deine Pflichten zu erfüllen. Ich hatte ja nie die Absicht, meine Kredite nicht zurückzubezahlen. Ich konnte zahlen oder meinte es zumindest. Das ist das Problem. Und als ich plötzlich nur noch 4.200 Franken verdiente, konnte ich es nicht mehr. Im Nachhinein muss ich sagen, dass ich schon mit dem höheren Lohn über meinen Verhältnissen gelebt hatte. Aber man realisiert es nicht. Ich bekam meinen Lohn, bezahlte überall das Minimum, setzte da und dort meine Karten ein und schon steckte ich mittendrin in der Spirale. Der Berg wird immer größer, bis irgendwann alles platzt. Das erste Erwachen hatte ich mit einem sehr lieben Freund von mir, der merkte, in welcher Verfassung ich war. Er stellte mir die Frage: Pierre-Yves, was ist los? Da brach die Fassade zusammen.
Endlich konnte ich darüber sprechen. Dieser Freund schlug mir einen Deal vor. Ich komme zu dir, wir öffnen gemeinsam die Post und schauen uns an, wie es steht. Ich hatte Angst davor. Aber ich sagte, gut, wir machen das. Er hat es mir ermöglicht, aus der Sackgasse herauszukommen. Und so wurde Ihnen das Ausmaß Ihrer finanziellen Misere bewusst. Misere, genau. Wir haben ausgerechnet, wie hoch meine Schulden waren. Er hat alle offenen Rechnungen, Verlustscheine, Betreibungen, Pfändungen und so weiter in einer Excel-Tabelle aufgelistet. Das Resultat war erschreckend. Er sagte mir, jetzt zeige ich dir, wie man aus einem solchen Schlamassel rauskommt. Genau das brauchte ich. Einen großen Bruder, der mich an der Hand nimmt und aus diesem Saustall führt. Tut mir leid, aber anders kann man das nicht beschreiben. »20% unserer Klienten haben seit über 10 Jahren Schulden. Seit mehr als 10 Jahren sagen sie sich jeden Monat, diese Rechnung lege ich mal beiseite, dafür bezahle ich eine andere, für die ich schon gemahnt worden bin. Sie haben also jeden Monat Stress mit den Zahlungen und einige Leute kriegen eine solche Angst, dass sie ihren Briefkasten gar nicht mehr öffnen können. So wird das nackte Überleben zur Hauptbeschäftigung. Man will nur noch den Stress loswerden. Im Bestreben, diesen Stress abzubauen, trifft man Entscheidungen gegen die eigenen Interessen. Und solche Entscheidungen werden durch das Wirtschaftssystem begünstigt. Da profilieren sich Finanzinstitute mit Werbung wie Finanzprobleme? Wir haben die Lösung für Sie. Idris, ein 48-jähriger Afrikaner, hat sich für eine solche Lösung entschieden. 2014 sah er ein Inserat und nahm mit einem angesehenen Finanzsanierungsunternehmen Kontakt auf. Der Auftritt ist großartig. Es heißt, ich sei an der richtigen Adresse. Man werde sich um eine vollständige Entschuldung kümmern. Letztlich atmet man einfach nur auf. Man unterzeichnet ein paar Dokumente, die den Gläubigern geschickt werden. Und dann läuft alles über sie. Man bekommt von allem überhaupt nichts mehr mit. Nach einem Jahr stellt Idris fest, dass nur die Hälfte seines Geldes bei den Gläubigern gelandet ist. Den Rest kassiert das Institut als Entschädigung. Diese Entschädigung war zwar vertraglich vorgesehen, aber Idris hat sie unterschätzt. Er beschließt, den Vertrag aufzulösen. 2 Tage später wird mir per Einschreiben mitgeteilt, ich hätte mich dazu verpflichtet, bis zu meiner kompletten Entschuldung zu bleiben. Und es koste mich mehr als 3.000 Franken, wenn ich jetzt gehen würde. Ich sagte mir, so geht das nicht. Ich werde es euch zeigen. Und antwortete, und wie soll es jetzt weitergehen? Antwort, wir betreiben sie, wenn sie nicht zahlen. Und ich sagte, willkommen im Club meiner Gläubiger. Die Sache endet vor Gericht, Februar 2016. Bonjour, madame. Idris wird vertreten durch Olivier Cruchon von der Caritas Waadt. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Cruchon. Comment allez-vous? Oui, très bien, vous. Hier der Beschluss der Richterin, die mir vollumfänglich Recht gegeben und die Klage abgewiesen hat. Der Beklagte konnte plausibel darlegen, dass der Vertrag eine unrealistische Sanierung zum Ziel hatte und offensichtlich unstatthaft und unmoralisch war. Genau, so sieht es das Gericht. Es hätte Jahre dauern können. Letztlich haben die monatlichen Zahlungen gerade mal etwas mehr als die Zinsen gedeckt. Er hätte 20 Jahre lang zahlen können, ohne etwas an seiner Situation zu ändern. Also keine Rede von Entschuldung. Es ist sehr verlockend, auf ein solches Fantasieangebot einzugehen und an eine Lösung zu glauben, obwohl das Angebot keiner näheren Prüfung standhalten würde. Wenn ich heute schon nicht mit meinen Gläubigern klarkomme, wie soll es denn erst morgen klappen, wenn ich noch einen Vermittler entschädigen muss, der nur in den seltensten Fällen die Schulden runterhandelt? Manche tun es, aber es ist eher selten. Gibt es ein Regelwerk für solche Sanierungsfirmen? Meines Wissens gibt es keines. In der Schweiz herrscht für jedermann die Vertragsfreiheit. Gut, es gibt das Obligationenrecht, aber wenn jemand trotz Überschuldung monatlich einen Vermittler bezahlen möchte, der ihm vorgaukelt, ihn aus der Sackgasse zu führen, dann ist das rechtmäßig.
Die Firma, deren Name unerwähnt bleiben soll, hat das Urteil nicht angefochten und will sich auch nicht vor unserer Kamera äußern. Der Geschäftsleiter teilt uns schriftlich mit, die fraglichen Beträge würden kein weiteres Verfahren rechtfertigen und es entspreche nicht der Firmenpolitik, mit schwerem Geschütz gegen Kunden vorzugehen. Ist Ihnen diese Firma bekannt? Puh. Naja, wir haben uns mit dieser Firma schon des Öfteren herumgeschlagen. Aber sie ist nicht die einzige. Solche Firmen gibt es in allen Landesteilen. Die Auswahl ist echt groß und nimmt vor allem weiter zu. Es sind Unternehmen, die aufs Geldverdienen aus sind. Manche gehen dabei mehr oder weniger korrekt vor, andere überhaupt nicht. Und leider muss ich sagen, dass es unter den Unsauberen viel üblere gibt als diese Firma. Es gibt viel zu tun. Ein Budget erstellen, den genauen Betrag ihrer Schulden ermitteln und wenn mal alles bezahlt ist. Zum Glück ist dieser privatwirtschaftliche Weg nicht die einzige Möglichkeit. In den letzten 10 Jahren haben sich verschiedene gemeinnützige Vereinigungen auf die Entschuldung spezialisiert. Darunter vor allem die Caritas und das Centre Social Protestant. Beide unter der Aufsicht des Dachverbandes Schuldenberatung Schweiz. Gemeinsam mit den Sozialämtern betreiben diese Vereinigungen in mehreren Westschweizer Kantonen eine Hotline. Elle a 12 000 francs de dette. D'accord. Et puis tout ça, c'est. Die Krankenkassenprämie hat sie einfach nicht mehr bezahlt. Wie muss man sich den typischen Anrufer auf dieser Hotline vorstellen? Wir haben vorwiegend Leute, die eigentlich zu spät anrufen. Wenn sie keinen Ausweg mehr sehen, völlig am Ende sind, ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen können oder bereits gepfändet werden, oder die Pfändungen laufen schon seit Jahren und plötzlich gibt es aus irgendeinem Grund ein Problem, das sie nicht mehr bewältigen können. Elodie, eine 27-jährige Bäckerin-Konditorin, hatte lange gezögert, sich ihren Schulden zu stellen. 4 Jahre lang hatte sie den Kopf in den Sand gesteckt. Heute lebt sie mit ihrem Freund in der Gegend von Villeneuve. Sie bekam mehrere Betreibungen und Vorladungen oder auch mal eine Pfändung oder so und ihr gingen jeweils die Sicherungen durch. Sie schrie mich an, obwohl ich nichts dafür konnte. Ich sagte ihr, nun beruhige dich mal. Aber nicht einmal das brachte sie zum Handeln. Sie hätte alles am liebsten in die Luft gesprengt. Es ist offensichtlich, dass er das selbst nie erlebt hat. Aber wenn du erst einmal drinsteckst, dann ist es schwierig, wieder rauszukommen. Ich habe mein Geld nie verprasst, sondern immer das absolute Minimum ausgegeben. Ich bin mit 15,5 Jahren wegen familiärer Probleme von zu Hause weg, allein in eine Einzimmerwohnung. Das war 2009 und dann begannen die Probleme. Ich war auf mich alleine gestellt und wusste nicht, wie man mit den persönlichen Geschäften umgeht. So ließ ich halt die Post im Briefkasten liegen. Elodie, 27, 36.000 Franken Schulden. Wie viele andere junge Menschen, die zu früh auf sich alleine gestellt sind, musste Elodie einen hohen Preis für ihre Unabhängigkeit zahlen. Innerhalb von nur 3 Jahren fällt sie tief und sieht sich mit Betreibungen konfrontiert. Und dies nur wegen eines Fehlers ihrer Krankenkasse. Ich hatte eine Prämienverbilligung erhalten, bekam aber Rechnungen über den vollen Betrag, ca. 350 Franken Grundprämie, wovon ich 40 Franken übernehmen musste. Und Sie haben das nicht bezahlt? Ich habe nicht bezahlt, weil mir nicht klar war, weshalb mir die Krankenkasse Rechnungen über die volle Prämie und nicht nur über meinen Anteil schickt. Es ging um eine Summe, die ich nicht zahlen konnte. Ich habe nicht schnell genug reagiert, weil ich dachte, ich könne die 40 Franken vielleicht später zahlen. Aber letztlich wurde die gesamte Summe über 2 Jahre fällig, weil die Krankenkasse die Subventionsgelder zurückgesandt hatte, da mein Anteil nicht bezahlt worden war. Allein für die Krankenkasse beläuft sich der geschuldete Betrag auf 18.000 Franken, einschließlich Arztkosten, deren Erstattung die Kasse verweigert. War Ihnen damals klar, was passiert?
Ja und nein. Es war mir klar, dass sich da Probleme anhäuften. Aber ich hatte das Geld nicht, um Betreibungen von mehr als 2.000 bis 3.000 Franken zu begleichen. Ich verdiente 800 Franken. Mit meiner Wohnung konnte ich mir kaum vorstellen, das Geld je zurückbezahlen zu können, bis eines Tages morgens um 6 die Polizei bei mir klingelte, um mich aufs Betreibungsamt zu bringen. Da wurde mir klar, dass ich große Probleme hatte. Elodie hat das Pech, dass Krankenkassen praktisch nie einen Prämienerlass akzeptieren. Sie wird also den gesamten geschuldeten Betrag bezahlen müssen. Als mein erster Lohn auf dem Konto einging, wurde er gleich gepfändet. Ich konnte nicht mal die aktuellen Rechnungen damit bezahlen. Gleich auf Ihrem Konto gepfändet? Ja. Das Betreibungsamt hatte sich per richterlichen Beschluss Zugriff auf mein Bankkonto verschafft. Ein schreckliches Gefühl, das eigene Bankkonto nicht mehr benutzen zu können. In meiner Not rief ich sofort die Caritas an. Wir konnten aushandeln, dass man mir monatlich etwas mehr lässt und ich selbst auf die Gläubiger zugehe. So begann ich, alles zurückzubezahlen. Und wie viel haben Sie tilgen können? 27.000 in 18 Monaten. Ist das möglich mit einem Lohn von 4.000? Möglich, aber sehr hart. Man verzichtet auf vieles und kann nicht wirklich über sein Geld verfügen. Meinen Eltern habe ich nichts erzählt, weil es mir peinlich war. Ich habe alles für mich behalten. Ich habe mich zurückgezogen, viele Kontakte verloren, mich zu Hause verkrochen und das Leben an mir vorbeiziehen lassen. Eine Form der Selbstverleugnung, aber durchaus mit einem Lichtblick. Für mich ist das hier das Wichtigste, der Betreibungsauszug. Ich bin sehr stolz, dass er heute keinen einzigen Eintrag mehr aufweist. Clémence 21, 10.000 Franken Schulden. Guten Tag, Coralie Trachsel, CSP La Chaux-de-Fonds. Es geht um eine meiner Klientinnen, Frau Clémence Guillard. Offenbar sind ihre Krankenkassenprämien von ihrer Mutter nicht bezahlt worden. Sie ging als Au-pair für ein Jahr in die USA und stellte nach ihrer Rückkehr fest, dass die Prämien nicht bezahlt waren. Wir möchten der Verschuldung ein Ende setzen und schauen, wie wir mit den ausstehenden Zahlungen umgehen. Wir könnten eventuell bezüglich der Verwaltungskosten eine Einigung finden. Genau. Sie machen bis Ende November keine weitere Betreibung. Einverstanden. Mein Fall ist etwas speziell. Ich habe bis 2014 studiert und ging dann für ein Jahr ins Ausland. Meine Mutter sagte mir, ich bezahle deine Krankenkassenprämien und alles Nötige, bis du genügend Geld verdienst. Was sie dann allerdings nicht hat. Kommt dazu, dass die Mutter von Clémence eigene Verpflichtungen hat, denen sie nicht nachkommt. 3 Jahre lang hält sie die Post ihrer Tochter zurück. Wegen der Betreibungen kommt ihr Clémence letztlich auf die Schliche. Ich habe zufällig eine Zahlungsaufforderung über einen Betrag von 150 Franken entdeckt, aus der mir letztlich Schulden in Höhe von fast 10.000 Franken entstanden sind. Ich verstand die Welt nicht mehr und war hilflos und völlig perplex. Ich fragte ganz direkt, was soll das? Wie lange geht das schon so? Und man sagte mir, Sie sind schon seit 3 Jahren bei uns registriert. In dieser Situation, innerhalb von 24 Stunden, war alles, ja, mir fehlen die Worte.
Ich hatte keine Lust mehr, so weiterzumachen, ohne zu verstehen, welche Konsequenzen es für mich haben kann. Jetzt kümmere ich mich selbst um alles. Aber natürlich empfinde ich auch, das will ich gar nicht leugnen, eine gewisse Wut, eine große Wut. Aber irgendwie ist es zu anstrengend, ihr es immer wieder übel zu nehmen. Das hilft mir auch nicht weiter. Aber ich erlaube mir und glaube, das Recht zu haben, wütend auf sie zu sein. Begegnen Sie solchen Fällen häufig? Ja, leider haben immer mehr junge Menschen Probleme mit der Krankenkasse. 18- oder 20-Jährige. Und wenn sie sich nicht sofort an uns wenden, kann es zu einer Lohnpfändung kommen. Das ist ziemlich niederschmetternd, weil man sich schuldig fühlt gegenüber den Eltern. Und wenn der erste Lohn gleich gepfändet wird, kann das zu einem ganz schwierigen Start ins Arbeitsleben führen. Sie bekommen Ihren ersten Lehrlingslohn, 600 Franken. Stellen Sie sich vor, Sie leben noch bei Ihren Eltern. Wie würden Sie mit dem Geld umgehen? Um leidvolle Erfahrungen wie jene von Clémence oder Elodie zu vermeiden, wird zunehmend auf Prävention gesetzt. Das Centre Social Protestant bietet Kurse zum Umgang mit Geld an. Die Kurse sind vorwiegend für Gymnasiasten und Lehrlinge gedacht. Hier sind wir in einem Institut für berufliche Wiedereingliederung. Die Reisespesen zahlen die Eltern, die Arztkosten auch die Eltern, die Schulgebühren ebenfalls. Sie? Aber Ihnen fehlt doch das Geld. Nein, wir sparen doch. Wieso geben Sie diese Kurse? Weil es sonst niemand tut. Außerdem ist Entschuldung mein Arbeitsgebiet. Wir müssen stärker präventiv handeln, damit letztlich weniger Menschen mit ihren Schulden zu uns kommen müssen. Es wird viel zu wenig Aufklärung betrieben. Man mag denken, die Leute verschulden sich, weil sie zu viel ausgeben. Aber ich glaube, dass es in der großen Mehrheit der Fälle um mangelnde Information geht und die Leute nicht mit dem Geld umgehen können. Wäre das nicht Aufgabe der Schule? Doch, schon. Man lernt das nirgends, vor allem wenn Papa und Mama nicht dafür sorgen. Haben Sie alle schon eine Steuererklärung ausgefüllt? Das ist wirklich wichtig, auch wenn man nicht richtig weiß, wie. Einfach mal ausfüllen, unterschreiben und einsenden. In der Schweiz sind Steuerausstände der größte Posten der Überschuldung, gefolgt von Krankenkassenprämien und Konsumkrediten. Gemäß Bundesamt für Statistik hat mehr als jeder zehnte Schweizer Steuerschulden. Es ist also kein Zufall, dass dieses Thema in den Kursen systematisch behandelt wird. Und offensichtlich gibt es viel zu tun. Haben Sie die Steuererklärung im Griff? Überhaupt nicht. Aber ich habe ja keine Wahl. Ich muss es tun. Was ist das Problem? Sie haben doch den ganzen Stapel gesehen, den man bekommt. Da hat man keine Lust drauf. Ich nehme einfach nicht die Zeit dafür. Wie alt sind Sie? 25. Sie haben noch nie eine ausgefüllt? Doch, einmal. Vor 2-3 Jahren. Wir sind auch selber schuld. Man kann es lernen. Ziemlich umständlich, etwas auszufüllen, um dann nichts zu bezahlen. Sinnlos, finde ich. Ausfüllen, wenn du keine Steuern zahlen musst. Reine Papierverschwendung. Das ist nicht umweltfreundlich. Die Leute vom Steueramt sind Schnüffler und Umweltverschmutzer. Wenn sie sich weigern? Dann habe ich ein Problem. Zugegeben, administrativ ist alles umständlicher geworden. Ob Steuern, Krankenkassen oder Unterstützungsanträge.
Aber im Gegensatz zur vorherrschenden Meinung sind die Jungen nach neuester Statistik nicht stärker verschuldet als ihre Eltern. Immer häufiger ist jedoch das System selbst die Ursache der Probleme. 10.000, qu'est-ce que vous dites les autres? Er kam wegen einer Zahnarztrechnung. Er wusste nicht, wie er sie bezahlen sollte. Nach einem Blick auf sein Budget war sofort klar, dass es zusammen mit den Steuern nicht klappen würde. Er ist geschieden, muss Alimente zahlen und kommt finanziell nicht über die Runden. Und was macht er falsch? Nichts. Das ist es ja. Er kann gar nichts dagegen tun. Zahlt er die Steuern, fällt er unter das Existenzminimum. Viele Väter, die Alimente zahlen, können ihre Steuern nicht zahlen. Das Problem ist, dass Richter und Anwälte nicht an die Steuern denken, wenn sie Alimente berechnen. Mustafa, 51, 3.800 Franken Schulden. Dieser türkischstämmige Schweizer steht vor einer unlösbaren Aufgabe. Rein rechnerisch kann er seinen Lebensunterhalt nicht bestreiten, wenn er seine Steuern bezahlt. Und so hat er seit 3 Jahren Steuerschulden, obwohl er nie Zahlungsausstände hatte, seit er vor 30 Jahren in die Schweiz kam. Und seit er als unverheiratet gilt, hat sich seine Steuerrechnung verdoppelt. Ist es hart für Sie, verschuldet zu sein? Ja, sehr hart. Ich kann es nicht akzeptieren. Schulden dürfen nicht sein. Ich hatte den gleichen Lohn, keinen Rappen mehr oder weniger. Mit einer 5-köpfigen Familie. Es ging uns gut. Wir waren weder reich noch arm. Wir machten jedes Jahr Ferien, aber jetzt geht das nicht mehr. Mein Lohn ist durchschnittlich. Und mir bleibt nur ein Minimum zum Leben. Der Rest verschwindet einfach so. Mit einer Scheidung hatte ich nie gerechnet. Sie schlug ein wie eine Atombombe. Ich verlor meine Position als Familienvater. Mein Leben bestand nur aus Arbeit und Familie. Familie und Arbeit und sonst nichts. Zum Glück bleibt mir die Arbeit. Sie ist wie ein Medikament für mich. Und Sie funktionieren trotzdem weiter? Nein, eigentlich nicht. Aber ich muss jedes zweite Wochenende meine Kinder übernehmen und dann geteilte Ferien, obwohl ich als Budget nur das Minimum an Geld für eine Person habe. Aber was bleibt mir anderes übrig? Außerdem hat man zuvor in der Familie einfach alles unterdrückt. Da gab es vieles, was unterdrückt wurde. All das geht einem dauernd durch den Kopf. Mustafa Sengin ist jeden Monat bemüht, aus seinen bescheidenen Mitteln wenigstens einen kleinen Teil der Steuern zu tilgen. Coralie Trachsel vom CSB Neuchâtel hat letztes Jahr versucht, im Gegenzug zu seiner Zahlungswilligkeit einen Steuernachlass zu erwirken. Der Antrag ist in letzter Instanz gutgeheißen worden. Es heißt hier, angesichts der Tatsache, dass es für den Antragsteller bedingt durch Umstände, auf die er keinen Einfluss hat, besonders schwerwiegende Konsequenzen hätte, wenn er seine Steuern vollständig bezahlen würde, also anerkennt sogar der Regierungsrat, dass er unter dem Existenzminimum lebt. Aber hat er keine andere Möglichkeit, als jedes Jahr beim Regierungsrat einen Antrag auf Steuererlass zu stellen? Nein. Fühlen Sie sich nicht manchmal hilflos? Aber sicher. Und ich finde es völlig ungerecht. Es ist logisch, dass er sich verschuldet, wenn er für 2015 keinen Steuererlass bekommt und ich ihm überhaupt nicht helfen kann. Dabei verhält er sich doch absolut korrekt. Aber das System ist einfach nicht für getrennt Lebende oder Geschiedene gemacht. Das Problem der Steuern und des Existenzminimums zeigt sich nicht nur bei der Berechnung von Alimenten, sondern auch im Fall von Betreibungen. Die Steuern sind in den Mitteln, die man den Betriebenen lässt, nicht inbegriffen.
Ist das nicht reine Heuchelei? Betriebene verschulden sich weiter und werden bei Ihnen zum Dauergast. Diese Frage stellt sich vor allem auf politischer Ebene tatsächlich immer wieder. Aber bisher hat das Bundesgericht stets bestätigt, dass die Steuern nicht zu den lebenswichtigen Zahlungsverpflichtungen gehören. Auf Bundesebene gibt es verschiedene Bemühungen, das Gesetz abzuändern. Aber mit einer immer stärkeren Rechten im Parlament verpuffen die Vorstöße der progressiven Parlamentarier schnell. Dies zum großen Missfallen der Schuldenberatung Schweiz, die nun über die Kantone-Bewegung in die Sache bringen will. Wenn Sie glauben, dass über kantonales Recht etwas zu machen sein könnte, dann wäre ich interessiert. Wir bemühen uns um Unterstützung durch die Kantone. Schließlich haben sie den Schaden. Sie tragen die Steuerausfälle, die möglicherweise auch zu Sozialhilfeleistungen führen. Und sie müssen politisch etwas gegen die Überschuldung unternehmen. Also sind sie auf Bundesebene ein wichtiger Akteur, wenn es darum geht, die gesetzlichen Rahmenbedingungen zu verbessern. Bei Pierre-Yves Maillard, dem Waadtländer Staatsrat, rennt er offene Türen ein. Man zwingt jemanden über Lohnpfändung zur Entschuldung und macht ihn gleichzeitig zum Steuerschuldner. Das ist absurd. Ich kann die Blockade in National- und Ständerat in dieser Frage überhaupt nicht nachvollziehen. Ich bin dafür, dass die Steuern in der Berechnung des Existenzminimums berücksichtigt werden. Die Steuern müssen Teil des Minimums an Mitteln sein, das man den Betroffenen lässt, weil sonst eben eine Lohnpfändung dazu führt, dass sie sich wegen der Steuern erneut verschulden müssen. Ein Teufelskreis. Für mich ist das Ganze nicht nachvollziehbar. Die Kantone ergreifen schon mal ihre eigenen Maßnahmen. Immer mehr von ihnen führen Entschuldungsfonds ein, um den Betroffenen unter die Arme greifen zu können. Im Kanton Waadt hat Pierre-Yves Maillard 7 Jahre lang für einen solchen Fonds gekämpft. Seit 2015 gibt es ihn nun. Bonjour, madame. Bonjour. J'ai rendez-vous avec Patricia Nunes. Pierre-Yves Gardiner steht ganz am Anfang seines Weges. Begleitet wird er durch die UNAFIN, die Finanzsanierungsstelle des Sozialamtes Lausanne. Ihre Schulden belaufen sich auf 36.430 Franken. Das heißt, Sie müssen 3 Jahre lang monatlich 474 Franken zurückzahlen. Ja, das sehe ich auch so. Dazu kommen 2 Drittel Ihres 13. Monatslohns, immer Ende des Jahres, auch über 3 Jahre. Die 2 Drittel machen 4.186 Franken aus. Mal 3, also 12.558 Franken. Das tut weh. Aber das Betreibungsamt, die würden Ihnen alles nehmen. Der Fonds funktioniert nach einem einfachen Prinzip. Der Kanton entschädigt die Gläubiger direkt und versucht dabei, einen Schuldennachlass auszuhandeln. So erhalten die Gläubiger ihr Geld fristgerecht, während sie sonst eventuell Jahre darauf warten müssten. Der Schuldner verpflichtet sich seinerseits, dem Fonds das Geld innerhalb von 3 Jahren in monatlichen Raten zurückzubezahlen. Es ist jetzt keine Pfändung mehr, aber etwas Ähnliches. Die UNAFIN berechnet ein Existenzminimum, aber sie ist viel humaner. Sie zeigt Mitgefühl. Ich schätze ihre Arbeit sehr. Es ist grundsätzlich dasselbe, ein Existenzminimum. Aber doch ein etwas größeres Budget. Man hat Reserven und ist durch die UNAFIN vorsichtiger. Vom Einkommen bleibt einem eine verfügbare Summe, mit der man Schulden tilgen kann. Das Verfahren dauert maximal 3 Jahre. Ganz schön lang, aber man sieht wenigstens endlich mal Licht am Ende des Tunnels. Das ist großartig. Herr Gardiner ist 50 Jahre alt und Schweizer. Er hat 3 Kinder. Aber aufgepasst, noch ist die Sache für ihn nicht erledigt. Das Dossier Gardiner muss erstmal durch den UNAFIN-Vorstand abgesegnet werden. Und das ist nur die erste Etappe. Das Darlehen für Herrn Gardiner muss erst durch den Fonds gutgeheißen werden.
Dann folgen die Verhandlungen mit den Gläubigern. Wir bitten sie um einen Nachlass von 40% und müssen schauen, ob sie einverstanden sind. Wir haben gute Argumente. Herr Gardiner hat keine neuen Schulden gemacht und ist seinen Verpflichtungen bisher nachgekommen. Aber alles hängt von den Gläubigern ab. Der Nachteil eines solchen Fonds ist, dass letztlich nur wenige davon profitieren. Die Kriterien sind streng. Man muss mit seinem Lohn das Darlehen in 36 Monaten tilgen können. In der Realität erfüllt nicht mal jeder Zehnte Überschuldete diese Kriterien. In allen anderen Fällen können oft nur neue Schulden verhindert oder bestenfalls eine Teilentschuldung ins Auge gefasst werden. Wir stehen am Anfang einer staatlichen Entschuldungspolitik. Keine einfache Sache. Denn wenn der Staat bei Überschuldung systematisch zu Hilfe eilt, dann könnte das die Überschuldung fördern. Weil die Menschen denken, das Risiko sei nicht so groß und der Staat werde ja schon einspringen. Das könnte sich sowohl für die Verschuldeten als auch auf die Entschuldungsfonds negativ auswirken. Wenn die Darlehensgeber nie mit Konkurs und Zahlungsunfähigkeit konfrontiert werden, dann werden sie ohne Ende weitere Darlehensprodukte entwickeln. Deswegen ist staatliches Eingreifen nicht einfach. Es muss moderat bleiben. Es muss ein kleines bisschen gezielt und dennoch allgemeingültig sein. Au revoir, bon après-midi, Monsieur le Maire. Au revoir, Madame. Bonjour, Madame Sacramento. Bonjour, Madame Nunes. Ça va? Ça va bien, vous? Oui, ça va bien, merci. Rita Sacramento hat Pech. Sie wird durch den Fonds nicht unterstützt, weil einer ihrer Gläubiger, ein einziger, keinen Schuldennachlass gewähren wollte. Damit ist das Projekt gescheitert. Die UNAFIN empfiehlt ihr demzufolge den Privatkonkurs. Es war eine Schande. Konkurs. Das Wort an sich bedeutet schon, dass dir alles entzogen wird und du nichts mehr hast. Du taugst nichts. Das muss man erst mal verkraften, eher psychisch als finanziell. Der Begriff Privatkonkurs ist eine psychische Belastung. Das Gericht erklärt dich für unfähig, mit deinem Geld umzugehen. Das ist schon sehr hart. Ein Privatkonkurs in der Schweiz ist nicht vergleichbar mit einem Konkurs in den USA. Dort bekommt man eine zweite Chance und beginnt wieder von vorn. In der Schweiz wird jedoch nichts gestrichen. Man kriegt nur einen Zahlungsaufschub, bis man finanziell wieder besser dasteht. Und das ist kein Zufall. Das ist wohl eine Frage der Schweizer Mentalität. Bei uns ist es Gesetzestradition, Leute zu brandmarken, die betrieben werden und sich der Verschuldung schuldig gemacht haben. Im deutschen Begriff Schulden steckt ja auch das Wort Schuld. Mit Unterstützung der UNAFIN kann Rita wenigstens mit allen Gläubigern verhandeln. Ein eindrücklicher Fall, fast schon beispielhaft für die UNAFIN, die damit in ihrer jüngsten Kampagne wirbt. Ritas Gläubiger haben ihr Nachlass gewährt, bis zu 60%. Ein Kampf, den sie nicht nur gegen die Gläubiger, sondern auch gegen sich selbst geführt hat. So kann ich Dampf ablassen. Wenn ich da drauf haue, denke ich an den ganzen Leidensweg und sage mir, unglaublich, ich hab's geschafft. Jetzt sind es noch 5.350 Franken. Und am 31. Dezember sind meine Schulden auf Null. Aber ich habe sehr, sehr viel Glück im Unglück gehabt. Als Überschuldete bin ich noch gut bedient. Andere müssen eine Wohnung bezahlen und haben Kinder. Meine Kinder waren schon ausgezogen und für die Wohnung kam ein Freund auf. Und wenn ich mal knapp bei Kasse bin, sterbe ich nicht gleich vor Hunger. Außerdem verdient Rita seit 5 Jahren wieder fast so viel wie früher. Sie ist heute Geschäftsleiterin eines Caritas-Lebensmittelladens. Die Stelle ist wie für sie gemacht.
Sie profitiert dort, Ironie des Schicksals, von ihrer Erfahrung mit der Überschuldung. Fühlen Sie sich schuldig, so viel ausgegeben zu haben? Nein. Ich habe mich ziemlich gut unter Kontrolle. Ich habe früher meine Beziehung damit gefährdet und hätte meine Stelle verlieren können. Nein, kein Schuldgefühl, kein Bedauern. Aber eines ist sicher, nie wieder. Ich musste 54 werden, um zu erkennen, nur zugreifen, wenn du Geld hast. Aber von Schuld wollen wir nicht sprechen. Ich habe mir vergeben. Rita hat sich vergeben, wie die meisten anderen Personen in diesem Film auch. Aber alle haben ihre Überschuldung als erniedrigende Krankheit empfunden. Jeder für sich, ganz im Stillen. Selbst Elian, der Sohn von Pierre-Yves, hat nichts bemerkt. Es war mir klar, dass das Leben keinen Spaß machte, finanziell gesehen. Aber ich hätte nie gedacht, dass alles so den Bach runtergegangen war. Er war immer der Alte, immer derselbe. Nun ist er stolz, weil er es geschafft hat, wieder aus der ganzen Scheiße rauszukommen. Alle Achtung. Ich wollte mich unbedingt der Öffentlichkeit stellen, weil diese Geschichte, meine Geschichte, anderen verzweifelten Menschen als Beispiel dienen soll. Ja, ich wollte nur noch verschwinden. Aber jenen, die heute im Schlamassel stecken und keinen Ausweg sehen, will ich sagen, es gibt immer einen Ausweg. Il y a toujours une issue.